Es war einmal im Himalaya. Da lebte ein geheimnisvoller Tiger, wie es ihn auf der Welt nur einmal gab. Weiß wie Schnee, mit Augen so klar und blau wie Eis. Der weiße Tiger konnte nur ein Bote der Götter sein. So glaubten es die Bergbewohner. Doch eine machtgierige Königin drohte, den magischen Tiger zu töten. Heute Abend werden Siegfried und Roy die geheimen Kräfte der Natur und der Zauberei entfesseln und das Reich der Magie entfalten. So geschah es, dass die machtgierige Königin verschwand und der schneeweiße Tiger lebt. Durch die Kraft der Magie. Ich war etwa 8 Jahre alt, als ich meinem Vater meinen ersten Zaubertrick vorführte. Er sagte zu mir, wie hast du das gemacht? Sein Staunen beflügelte mich und von diesem Moment an wurde die Magie mein Leben. Lasst uns
uns mit dem Zauber von Samothi beginnen. Danke. Das war nicht immer so, nicht wahr? Allerdings nicht. Als wir zum ersten Mal nach Amerika kamen, das war vor etwa 25 Jahren... Siegfried, nicht mein Alter, bitte. Wir kamen mit dem Schiff in New York an und hatten eine Adresse in der Tasche. Die Adresse einer der größten Agenten im Showgeschäft. Er fragte, was habt ihr denn zu bieten? Ich antwortete, wir sind Zauberer. Und was könnt ihr? Ich versuchte es ihm zu erklären. Wir lassen ein Mädchen durch die Luft schweben, sägen es in zwei Teile... Leider verstand der Agent nicht, was wir meinten. Also haben wir es ihm vorgeführt.
for this. Siegfried und ich sind ganz verschieden. Wir sind wie Feuer und Wasser, wie der Zusammenprall der Titanen, wie Blitz und Donner. Thunder and Lightning. Er ist ein Perfektionist. Ich bin ein Träumer. Wir sind Konkurrenten. Die wichtigste Regel in der Zauberei lautet, verrate nie deine Geheimnisse. Heute Abend werden wir diese Regel brechen und ihnen unser größtes Geheimnis verraten. Wir glauben an die Magie. Alles um uns herum ist Magie. Öffnen Sie die Augen und Sie werden es sehen. Diese Blume wächst auf purem Sand. Die Natur ist faszinierender als jede Bühnenshow. Willkommen in der Arche Noah, inmitten der Wüste von Nevada, dem Paradies von Siegfried und Roy. Dort, wo die Magie zu Hause ist. Hier ist das Reich der schneeweißen Tiger. Hier werden unsere Ideen geboren. Hier ist unser Universum. Hier ist unser Zuhause. Siegfried und Roy widmen ihr Leben dem Schutz der exotischen Tiere unserer Erde. Tiere, die vom Aussterben bedroht sind. Ja.
können im Haus und im Garten frei herumlaufen. Das ist der Palast der weißen Tiger. Man sagt, dass die schneeweiße Sitara eine direkte Nachfahrin des verzauberten weißen Tigers des Himalaya ist. Bei Siegfried und Roy fand sie ein Zuhause. Menschen und Tiere bilden eine Familie. Good morning. There we go. Yeah. And I love you too. Give me a nice smile. Give me a nice smile. Ich bin mit meinen Tieren eng verbunden. Sie sind mein Ein und Alles und sie spüren es. Ich vertraue auf meinen Instinkt, auf meine Gefühle. Vielleicht war ich in einem früheren Leben auch ein Tiger. Nennen Sie es Zauberei, geboren in der Fantasie eines Jungen, der im Deutschland der Nachkriegszeit im Wald spielte. Einmal sah ich den Dschungel vor mir, ferne Länder, Indien. Ein andermal hörte ich Musik. Musik, die ich nie zuvor gehört hatte. Ich sah mich zwischen den Bäumen reiten. Ich blickte hinauf zum Himmel und die Wolken wurden mein Königreich. Ich formte aus ihnen Löwen, Elefanten, Tiger. All meine Träume sind wahr geworden. Fantasien wurden Wirklichkeit. Das ist unsere Bestimmung. Die Kunst der Illusion. Eigentlich wollte ich nie im Showgeschäft arbeiten. Ich wollte auch nicht Magier werden. Ich wollte nur von zu Hause weg. Siegfried und Roy haben sich auf der Bremen kennengelernt. Siegfried war der Schiffszauberer. Er hatte einen Hasen. Roy war Steward und hatte etwas Besseres. Einen Geparden. Im Showgeschäft reicht es nicht, gut zu sein. Man muss etwas Besonderes sein. Und das war Roy. Die beiden haben es geschafft. Mit ihren einzigartigen Tierillusionen verzaubern sie Millionen von Menschen. Ein Zauber, dem sich niemand entziehen kann. Für Siegfried ist Magie sein Leben. Für Roy ist das Leben Magie. Zusammen haben sie eine wundervolle Welt der Illusionen geschaffen. Erinnerst du dich noch, als wir angefangen haben, mussten wir uns so kleiden? Ja, das war damals und heute sieht es so aus. Na, dann mache ich es mir doch ein wenig bequemer. Gute Idee. Er versucht mir immer die Show zu stehlen. Das wirkliche Kunststück ist, mit Roy auszukommen. Wir werden oft gefragt, Siegfried und Roy, wie macht ihr das? Wie könnt ihr einen Elefanten verschwinden lassen? Roy ist ein Fantast. Und ich bin vielleicht etwas zu realistisch.
Leider können wir unseren Zuschauern nicht erklären, wie man einen Elefanten verschwinden lässt. Aber wir können ihnen einen alten Zaubertrick zeigen, den wir vor Jahren vorgeführt haben. Was meinst du? Gute Idee, das gefällt mir. Dann können die Zuschauer endlich mal sehen, was ich durchmachen muss, damit er gut dasteht. Gemeinsam machen wir das Unmögliche möglich. Werfen wir einen Blick hinter die Kulissen. Ah, unsere alte Bühnendekoration. So sah die damals von hinten aus. Und so sehen wir von hinten aus. Machen wir weiter. Wie ging das noch gleich? Ich bin die Treppe hinaufgestiegen, genauso wie jetzt. Roy, du versteckst dich hier, so wie du es immer gemacht hast. Yes, hide behind it. All right. See? Jetzt geht das schon wieder los. Er kassiert den Applaus und ich muss im Hintergrund bleiben. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, hier sehen Sie eine leere Kiste. Über ihr ist nichts und unter ihr ist auch nichts. Und jetzt werde ich vor Ihren Augen Roy erscheinen lassen. Roy, bist du drin? Maestro, ein Trommelwirbel bitte. Und jetzt, meine Damen und Herren, hier ist Roy. All right. Ja, so haben wir das damals gemacht. Heute sagen wir nur Samoti. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wo Roy steckt, er ist bei Ihnen, im Publikum. Samoti! In einer Show wie der unseren muss ein Bruchteil einer Sekunde auch seinen besten Freund verlassen können. Und meine besten Freunde sind meine Tiere und Siegfried. Die Tradition der Magie beruht auf der klassischen Unmöglichkeit. Siegfried und Roy führen diese Tradition fort, allerdings mit einer ganz eigenen Vision. Hier enthüllen sie für sie die Geheimnisse des Unmöglichen. Thank you.
Vor Jahren schickte mir ein Freund ein Geschenk, zusammen mit einem kurzen Brief. Darin stand: Lieber Siegfried, lieber Roy, ich weiß, dass ihr Löwen und Tiger verschwinden lassen könnt. Ich weiß aber auch, dass ihr es hiermit noch nicht versucht habt. Ein Elefant. Das war natürlich eine Herausforderung. Ich habe geübt, bis ich ihr gewachsen war. Das brachte mich auf eine Idee. Seitdem ist der Elefant ein ständiger Bestandteil unserer Show. Was für eine Art, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber am schwierigsten ist es, den Elefanten wieder erscheinen zu lassen. Jede Illusion hat ihre eigene Geschichte. Vor etwa einem Jahr betrat ich Roys Garderobe. Ich sah ihn zusammen mit einem Tiger meditieren, der schneeweißen Sitara. Das berührte mich tief in meinem Innern. Es herrschte eine Atmosphäre in dem Raum, die sich nicht beschreiben lässt. Diese Harmonie inspirierte mich. Ich beschloss, dieses Erlebnis mit meinem Publikum zu teilen. Vor meinem geistigen Auge erschuf ich eine Illusion. Zuerst konnte ich nur undeutliche Bilder erkennen. Dann malte ich sie aus. Ich sehe Roy umgeben von Kerzen und schwebenden Lichtern. Wir können uns in eine andere Welt entführen lassen.
in eine Welt voller Wunder, die wir in uns tragen. Wenn wir das erreichen können, kann uns nur noch der Himmel eine Grenze setzen. Einmal reisten wir nach Japan. Wir waren fasziniert von den alten Geheimnissen dieses Landes. Wie Origami, der Kunst, Papier zu falten. Was uns zu dieser Illusion inspirierte. Werden Sie einen Moment echter Magie miterleben. Vorgeführt auf der Bühne der Natur. Die Werbung und Paarung der weißen Tiger. Eines der geheimnisvollsten und wildesten Rituale im Reich der Tiere. Wenn er sich nähert, greift sie ihn an. Das Männchen fürchtet sich nicht vor dem Tod, wenn es gilt, Leben weiterzugeben. Schon immer für den weißen Tiger das Leben begonnen. In jedem von uns steckt ein Kind. Und in jedem von uns ist eine Stimme, eine Melodie verborgen. Und wer diese Melodie hört,
Den führt sie zu seinen geheimsten Träumen. Die Magie ist in uns. Wir können an sie denken, von ihr träumen und sie wahrmachen. Als Kind habe ich oft davon geträumt, im Innern eines Ballons zu schweben, der am Himmel tanzt. Hineingeboren mit dem Glauben an die Magie. Aber auch andere Kräfte wirken auf uns ein. Sie lassen uns die Augen vor dem Magischen verschließen. Entfernen uns von unseren Ursprüngen. Wir werden älter und fühlen, wie sich Fesseln um uns legen. Nur der Magier nicht. Der Magier erinnert sich an die Freiheit, die Unschuld, das Staunen. Magie erweckt das Kind in uns. Den Hüter unserer Träume. Das ist die Macht der Magie. Träume wahr werden zu lassen. Das war immer mein Traum. Magie erschaffen über die Bühne hinaus. Ich wollte sie aus dem Rampenlicht heraustragen, damit das Publikum ein Teil der Vorstellung und die Vorstellung ein Teil des Publikums wird.
Ich wollte das Publikum mit mir verbinden. Das ist Magie. Und so wurde mit der Zeit ein Märchen zur Wirklichkeit. Viele Tigerbabys wurden im Haus von Siegfried und Roy geboren. Vom Augenblick ihrer Geburt an gehören sie zur Familie. Die erste Stimme, die sie hören, ist meine. Der erste Mensch, den sie sehen, bin ich. Hier beginnt der Bund unseres Lebens. Generation folgt auf Generation. Beinahe wären diese seltenen Tiere völlig ausgestorben. Mit Zitara hat die Linie der weißen Tiger wieder neu begonnen. Bei uns sind 27 Tiger zu Hause. Und 5 davon sind schneeweiß. Die Natur hat uns mit Zitara eine zweite Chance gegeben. Die kleinen Tiger. Sind inzwischen groß geworden und tragen das Geheimnis des Lebens weiter. Der Natur. Sie sind überall. In den Pflanzen, den Blumen und in allen Tieren, die mit uns die Erde teilen. Öffnen Sie Ihre Augen und Ihr Herz für diesen Zauber, und Ihr Leben wird reicher sein.